Hallo, hallo, hallo. Oh, das schallert hier aber. Ich sitze hier gerade in unserem Fitnessstudio, in unserem hauseigenen Fitnessstudio. Und hier ist ein bisschen was umgeräumt und nicht alles steht an dem Platz, wo es stehen sollte. Und deshalb schallert es hier gerade so. Aber ich wollte jetzt einfach mal die Zeit nutzen, um live zu kommen. Mal in der Wohnung sind gerade unsere Wohlfühldamen, die die Wohnung auf Hochglanz wieder bringen. Die kommen jeden Montag um die Zeit und dann dachte ich, komme ich doch mal live in der Zwischenzeit. Und heute ist es noch ein bisschen bewölkt draußen. Da dachte ich, ziehe ich mich doch ins Fitnessstudio zurück. Mit Schall. Wie du der Überschrift schon entnehmen kannst, die Frage ist, die mir immer mal wieder gestellt wird und die du dir vielleicht ja auch stellst. Werde ich mit meinem Seelenplan wirklich frei und selbstbestimmt leben? Habe ich damit wirklich Erfolg? Habe ich damit wirklich den Erfolg, den ich mir wünsche? Kann ich damit wirklich, ja, in das freie Leben durchstarten, mehr ein sicheres Einkommen generieren? So wie ich das für mich und für die Family, also für all die Menschen, die ich gerne mit im Boot hätte, auch wirklich gerne haben möchte. Und ganz simple und einfache Antwort darauf, ganz ehrliche Antwort, nicht jeder wird mit seinem Seelenplan erfolgreich. Und ich sage dir auch ganz offen und ehrlich, woran das liegt. Ob du mit deinem Seelenplan, mit der Klarheit zu deinem Seelenplan und deinem Seelenberuf, die du ja definitiv auch hast nach einer Begleitung mit mir, auch in der Akademie, ob du damit erfolgreich wirst und wirklich in das freie, selbstbestimmte Leben auch durchstartest, das ganz deinem Herzen, deinen kühnsten Träumen entspricht, das hängt einzig und alleine von dir ab. Und da kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Das war bei mir auch mal so. Ich war damals völlig erstaunt, als einer meiner Mentoren das mit mir aufgedeckt hat, dass ich auf der unbewussten Ebene, also auf der Zellebene, wirklich ganz tief im Unbewussten, eine Art von Angst hatte, wirklich, wirklich erfolgreich zu sein. Und das hatte mich bis dato auch daran gehindert, ja, mit meinem Seelenplan wirklich durchzustarten. Wirklich auf die, ich nenne das immer gerne metaphorisch gesprochen, auf die große Bühne meines Lebens zu gehen, mich zu zeigen, Menschen wie dich dazu einzuladen, auch ihren Seelenplan zu entdecken, zu helfen, wirklich auch von A nach B zu gehen. Also ja, wirklich die kühnsten Träume, die in einem verborgen sind oder die man vielleicht auch schon ad acta gelegt hat. War bei mir auch mal so, dass ich mich schon gar nicht mehr getraut habe, wirklich groß zu träumen. Da war auf der unbewussten Ebene eine Angst vor Erfolg da. Eine Angst vor einem großen Erfolg. Weil letzten Endes, ich habe auf der einen Seite ganz klar in mir gespürt und herausgefunden, was wirklich meinem Seelenplan entspricht, meiner Mission. Habe daraus auch große Visionen entwickelt. Aber dann wirklich dafür zu gehen, da stand ich auch an so einer Schranke, die ich aufmachen durfte. Und da konnte keiner von meiner Mentoren die Schranke für mich aufmachen. Da konnte nur ich selbst für mich die Entscheidung, natürlich mit Hilfe meiner Mentoren, die Entscheidung treffen, ich gehe da jetzt durch, ich mache die Schranke auf, ich folge wirklich meiner Seele, meinem Herzen, ich kreiere da wirklich meinen Seelenberuf daraus. Und startet durch in das freie Leben, von dem ich schon insgeheim so lange träume und die Träume, die ich jetzt im Laufe der Zeit auch da nochmal ausgepackt habe. Und das hing einzig und allein von mir ab, da durchzugehen. Und da war es natürlich auch gut, dass auch da wieder Menschen an meiner Seite waren, die mich auch dabei begleitet hatten. Ja? Also mit anderen Worten, ein Garant hast du. Wenn du dich traust, in die Begleitung zu kommen, du hast definitiv nach den 3 Monaten die Klarheit, was deinem Seelenplan entspricht. Du hast auch die Klarheit,
wie du deinen Seelenberuf daraus kreierst. Das hast du auch schriftlich nach einer gewissen Anleitung dann herauskristallisiert. All die Dinge, die in der Zwischenzeit aufkommen, die dich daran hindern könnten, was dir also jetzt bewusst ist, wo deine Seele dir über den Körper vielleicht schon Blockaden in Form von Disharmonien schickt oder Dinge, die gerade in deinem Leben nicht so prickelnd sind, sei es, dass zu wenig Geldenergie da ist, dass du in deinem Job unglücklich bist, dass du ja nicht weißt, wie du das ein oder andere handeln sollst, dass da so eine Art von Traurigkeit, eine Art von Depressivität da ist, eine Art von Ohnmächtigkeit oder was auch immer so deine Gefühlsebene jetzt ist, die dir mehr Energie raubt, als dass sie dir schenkt. Das sind alles Dinge, die wir auf dem Weg dahin anschauen und lösen. Aber letzten Endes dann wirklich durchzustarten, wirklich dann auch die Schranken alle aufzumachen und da durchzugehen und dich auf der Bühne deines Lebens zu zeigen, die Entscheidung, die kannst nur du treffen. Die kann niemand anderes für dich treffen. Und das ist der Unterschied zwischen den Menschen, die dann ja auch mit der Unterstützung den Seelenplan herausgefunden haben, wirklich auch erfolgreich werden, wirklich in dem freien Selbst bestimmten Leben ankommen, und denjenigen, die dann einfach nochmal einen Rückzieher machen und sagen, ja, ist ja ganz nett und schön, aber ich sag's jetzt mal so schwarz-weiß, so schlecht geht's mir ja eigentlich gar nicht, das ist mir dann jetzt doch ein bisschen zu unbequem, da mache ich doch lieber wieder einen Schritt zurück und bleib wieder in meinen alten Mustern, weil ist ja eigentlich alles ganz gut. Und das ist auch in Ordnung. Nur das ist letzten Endes der einzige Unterschied, ob ich durchstarte und wirklich meine Mission lebe, meinen Visionen folge, ganz großartige Dinge entstehen lasse oder ob ich mich wieder ins Schneckenhaus zurückziehe. Und diese Entscheidung, die liegt einzig und allein bei dir selbst. Da kann auch ich oder kein anderer Mentor, kein anderer Coach, kein Therapeut, niemand was dran machen, weil du hast letzten Endes den freien Willen. Ich kann dir nur versichern, wenn du in meine Begleitung kommst, mein Anliegen, mein Commitment ist, dass du das nach 3 Monaten fix hast, wirst du auch in der Tasche haben, es sei denn, du würdest überhaupt nichts umsetzen. Aber das setzen wir jetzt mal voraus, weil du investierst ja auch nicht irgendwie in, keine Ahnung, in Aktien, um ein Minus zu machen letzten Endes, sondern um einen Gewinn zu machen. Also das ist auf jeden Fall das, was du fix hast. Da werden auch ganz viele Themen und Prägungen, wo du dich jetzt ohnmächtig ausgeliefert fühlst, Gesundheit, privat oder auch beruflich, die werden gelöst sein. Aber ob du dann wirklich, wirklich die große Bühne deines Lebens betrittst, das sind wir natürlich auch gerne an deiner Seite. Das liegt an dir. Du wirst genau wissen, wie, aber ob du dann auch gehst, ob du wirklich alle Schranken aufmachst, die Entscheidung kannst nur du treffen. Und wie gesagt, vor vielen Jahren war ich tatsächlich mal erstaunt, als mit so ein paar Tools und Techniken, die mein damaliger Mentor mit mir gemacht hat, herauskam, weil ich mich gefragt habe, warum gelingt es mir nicht, so eine Art Durchbruch zu haben, von dem man da immer so spricht, ja? Und da kam tatsächlich bei heraus, ja, dass ich auf einer unbewussten Ebene Angst vor Erfolg habe. Da hängt natürlich auch viel mit zusammen, was wir auf der Zellebene abgespeichert haben, zum Beispiel als Frauen, wo wir in unserer Gesellschaft bis eben noch ganz viel geprägt sind, dass Männer in erster Linie erfolgreich sind und wir Frauen mehr so die Mitläuferinnen sind. Ja? Das ist auch der Grund, warum letzten Endes viele Ehe scheitern oder auch in die Brüche gehen, weil Frauen sich zwar die Frage stellen auch, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, aber nicht wirklich auf diese Antworten lauschen, sondern mehr der Antwort lauschen, mit wem? Und dann ist ein Mann da, wo ja, man dann denkt, naja, alles ganz nett und schön, bin ich die Frau an seiner Seite, bin dann gut versorgt, werde gut versorgt. Und irgendwann stößt einem das dann einfach auf.
jetzt den Rahmen sprenge, da ins Detail noch zu gehen. Nur mal, um das mal so ganz grob anzusprechen, um es dir bewusst zu machen. Ja? Und natürlich auch, weil das hängt auch mit dem Seelenplan zusammen, mit der Mission, wirklich zu erlauben, die Bühne des Lebens zu betreten und natürlich auch die Geldenergie zu empfangen, die deinen Körper, deinen Geist, deine Seele in Einklang bringen, wo du ganz authentisch du selbst bist, weil Authentizität, die schwingt immer noch um einiges höher noch als Liebe und Dankbarkeit. Also ganz authentisch du selbst zu sein, das hat man ja auch niemandem von uns beigebracht. Und damit betrittst du natürlich auch ein Stück weit Neuland mit deinem Seelenplan, ganz authentisch du selbst zu sein. Ganz authentisch dein wahres Wesen ans Licht zu bringen, ganz authentisch die Bühne deines Lebens zu betreten. Da kann es auch schon mal vorkommen, nur um dir noch ein weiteres Beispiel mit auf den Weg zu geben, dass so Dinge mit einer Rolle spielen, an die wir uns zunächst vielleicht gar nicht erinnern. Was meine ich damit? Du standest in der Schule an der Tafel, bist vom Lehrer irgendwas gefragt worden und wusstest keine Antwort drauf. Der Lehrer hat dich gefühlt bloßgestellt, die ganze Klasse hat über dich gelacht zum Beispiel. Du hast dich blamiert gefühlt, so oder so ähnlich. Ist jetzt mal so ein fiktives Beispiel, wo wir dann auch auf der Zellebene abgespeichert haben, wenn ich, in meinem Sprachjargon ausgedrückt, die Bühne meines Lebens betrete, dann bin ich angreifbar, dann bin ich verwundbar, dann lachen andere über mich, was denken dann andere über mich oder solche Dinge. Das sind alles Dinge, die ich ja auch mal durchlebt habe, wo mein Kopf mir auch genau diese Geschichten erzählt hat. Nur letzten Endes nochmal zum Bewusstmachen, du kannst dich ein Leben lang nach anderen richten und versuchen, es anderen recht zu machen, was logischerweise nie gelingen kann. Oder du kannst einer einzigen Person gerecht werden und es recht machen, dir selbst, deinem Herzen, deiner Seele, deinem Körper, deinem Geist und allem, was dich einfach authentisch ausmacht. Und das ist der Riesenunterschied, was unterscheidet, ob du wirklich den Erfolg mit deinem Seelenplan, deinem Seelenberuf generierst oder nicht. Diese Schranke aufzumachen, das liegt letzten Endes ganz bei dir selbst. Ich wünsche mir natürlich von Herzen, und das ist so ein Appell an dich, dass du dich traust, weil letzten Endes niemand, noch niemand ist in dem freien, selbstbestimmten Leben angekommen, wirklich outside the box, hat sich getraut, alle Schranken aufzumachen, einschließlich mir selbst, und kommt dann irgendwann auf die Idee und denkt, ach nee, ich gehe jetzt doch nochmal zurück in das alte Leben. Ich gucke jetzt doch nochmal, dass morgens um 6 Uhr der Wecker geht, dass ich um 7 Uhr aus dem Haus gehe und dann erstmal in der Rush-Hour stehe auf der Autobahn und dann von 8 bis um 4 im Büro hocke und Dinge machen, die mir mehr Energie rauben, als sie mir schenken. Und dass am Monatsende Summe X aufs Konto kommt und ich dann wieder jeden Monat gucke, wie ich mit dem Geld auskomme und, und. Also du merkst schon, wenn du dich mal traust, da durchzugehen und in das freie Leben mit deinem Seelenplan, mit deinem Seelenberuf ankommst und auch mit all der Geldenergie, die es dazu braucht, never willst du zurück in dein altes, jetziges Leben. Und da du von einem anderen Leben träumst, mit all dem, was für dich dazugehört, das ist im universellen Feld auch schon für dich vorbereitet. Nur vielleicht kann es sein, dass du genau deshalb hier meinen Worten hier auch lauschst, weil du dich hast leiten lassen von deinem höheren Selbst, dem Universum, deiner Seele, deinem Herzen, weil du hier in meinem Umfeld bist, in meiner Community, auf welcher Plattform auch immer. Das sind alles Botschaften vom Universum, nur vielleicht. Und da ich diesen Weg schon gegangen bin, kann ich dir natürlich helfen, da von A nach B zu gehen. Aber auch das entscheidest du. Kann niemand anderes für dich entscheiden. Okay? In diesem Sinne, schau nochmal unter irmgard-bronda.de/Begleitung, welche Möglichkeiten gerade in der Akademie offen sind. Entscheide dich und lass uns durchstarten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.